viel zu viel los. Das kriegst du vorne, das hol ich noch. Oh, ist das Hund? Hey, das fühlt sich an wie eine Kuh. Hm? Ist das der Hund? Das ist eine Kuh. Ja, ich habe gehört, das fühlt sich an wie eine Kuh. Ich weiß schon, was da sitzt. Du guckst, wo rennst du gleich? Ich kann Linda an die Couch. So, ja, das ist ja nur das halt. Hey, ich fotografiere Preise. Ist die Hölle los? Hier ist die Hölle los. Natürlich, so ein alter Schrank wie unser, so keiner mehr. Ja, war mal. Wir sind dann genau so lang gelaufen. Stop dein Eis! Ja, ihr Lieben, so, mein Mann holt jetzt gerade mal das Auto. Wir waren jetzt im IKEA und waren etwas ausbeutemäßig unterwegs. Kaputt. Das sieht ihr dann später. Das habe ich mir nämlich jetzt ein Regal gekauft für meine Nagellacke. Ja, ganz tolles Regal. Und hier ist echt eine Menge los. Die machen hier noch das Parkhaus. Also wer ins IKEA nach Waldorf bei Mannheim fährt, zur Information, fahrt früh genug weg, weil die reparieren das Parkhaus und ihr könnt da nicht parken. Deswegen sind wir hier so ein bisschen außerhalb, wo das Auto steht. Zum Kotzen, aber egal. Ja.
Und ich kann euch mal kurz einen kleinen Blick werfen lassen, was wir gekauft haben. Das seht ihr aber noch im Hall. Das ist jetzt mein Regal. Haha, geil. Deutschland! Meine Lieben, ich habe jetzt noch einen gemischten Haul für euch, und zwar Rossmann und Lidl. Und zwar als erstes mal vom Lidl. Dreimal diese haltbare Milch habe ich mit. Haltbare Vollmilch, Vollmilchbona, 79 Cent. Dann habe ich mit einmal diese Golden Puffs, das sind so Kellogg's Mix. Die kosten 2,79 Euro, glaube ich. Und für mich habe ich mit Cornflakes, Honig und Erdnüsse. Schaut mal mit dieser süßen Biene. Jupp. Und zwar sehen die so aus. Und ich denke, meine Kids werden sich da freuen. Ja, dann habe ich zweimal mit Rahmsoße, weil es gibt morgen Putenschnitzel mit Kroketten. Dann habe ich zweimal mit Forselle, 20 Maxi-Binden, halt, das ist ja schon Rossmann. Ja, dann habe ich im Lidl noch mit einen Eisbergsalat. Und das war's eigentlich vom Lidl. Ja, jetzt kommen wir mal zu Rossmann. Da war ich ja heute Morgen wieder die Superdiene. Da habe ich zweimal mit Forselle, 20 Maxi-Binden, mit Aloe Vera. Ja, nicht so toll. Dann einmal diese Spee Megaperls, die schlaue Art zu waschen. Die waren im Angebot für 2,45 Euro. Dann habe ich zweimal mit Pantene Pro-V Anti-Schuppen für meinen Mann. Dann habe ich einmal mit dieses Far Sensual Oil, Argan, Marula und Mandelöl. Das habe ich allerdings im SPK mit. Das ist für 1,11 Euro im Angebot gewesen. Das riecht echt lecker. Und da habe ich auch dieses Farm Coconut Butter und Kokosöl mit. Und das riecht so gigantisch toll. Dann habe ich im Rossmann noch mit diesem General frischer Lavendel, Aktiv 5. Da hat mir die liebe Superdiene gesagt, sie benutzt auch gerne Lavendel. Und ich habe gedacht, ich probiere den mal. Und der riecht eigentlich super. Und vor allen Dingen lila. Ja. Dann habe ich mit diesem Nivea Soft. Kennt ihr ja schon, habe ich mir jetzt eins nachgeholt. Dann zweimal Toilettenpapier, einmal dieses Gelbe und einmal dieses Rosane. Und einmal mit im SPK dieses feuchte Toilettenpapier, samtweich mit Aloe Vera und Mandelöl. 50 Stück sind da drin, mit diesem süßen Bären. Jo. Und dann habe ich einmal mit Softlan, Zitronen- und Orangenblüte, der riecht ultra geil. Und einmal von Vernell, diese Aromatherapie Geheimnis der Harmonie. Das sieht ganz toll aus. Ist mit Balsam, Öl und Orchidee. Hat mich auch die liebe Superdiene nur draufgebracht. Hier ist irgendwie mein Dinger versaut. So. Dann habe ich noch wieder Getränke mit. Dann habe ich einmal wieder leckeres Brötchen mit und für mich diesmal diese Vollkorn-Tee-Melzer. Und noch Sachen für Spaghetti heute Abend zu machen. Ja. So, das war mein kleiner Haul. So, ihr Lieben, ich wollte euch mal noch ein bisschen was aus meiner Aufgebrauchtüte zeigen. Ja, und zwar als erstes habe ich von Valais dieses Tomate Mozzarella. Das ist so
Sojaersatzfleisch, fleischfrei, kennt ihr ja schon von mir aufgebracht, das ist echt lecker, das mit Pilzen schmeckt nicht ganz so gut, aber das ist eigentlich ganz lecker. Ja. Dann habe ich noch aufgebraucht einmal dieses Buttergemüse vom Aldi, sind 300 Gramm drin, wenn es mal schnell gehen muss und man nicht immer frisches Gemüse hat, ist das eine gute Ergänzung. Und zwar kostet das, glaube ich, 39 oder 59 Cent. Ja, dann habe ich einmal aufgebraucht diesen Lenoir. Siebenmal längere Frische im Schrank. Naja, kann ich nicht bestätigen. Der ist mit Exotic Wist für 27 Waschladungen. Also, wer da 27 Waschladungen rausbekommt, ist echt, zu blöd zum Wäschewaschen, sage ich mal so. Weil mir reicht das echt länger. Man muss nicht bei Spielereien lernen bis zum geht nicht mehr. Das sind 950 Milliliter, also mir reicht es länger wie 27 Waschladungen. Dann habe ich zweimal aufgebracht diesen Eisbergsalat-Mix vom Lidl. Der kostet 89 Cent. Habe ich euch ja im Haul gezeigt. Dann habe ich einmal aufgebracht, das war die Woche im Lidl, und zwar Paternus Bravas von Solmar. Die haben so eine, im Moment so eine Aktion, wo sie, wo es spanisches Tapas-Zeug und so gibt. Und da habe ich das mit und auch noch diese hier, das Capricciots Bolles Illus oder wie auch immer das heißt. Spanische Kartoffeln mit Steinpilzen. Das kann man beides in der Fritteuse oder in der Pfanne machen. Und wir haben beides ausprobiert. Und beides war scheiße. Sorry, geht absolut gar nicht. Hier sind nicht wie abgebildet Steinpilze drin. Das ist vielleicht gerade noch nicht mal so groß wie ein Fingernagel. Und das war am Schluss total klebrig und ja. Und die hier, diese Kartoffeldinger, also wollte ich mal ausprobieren, da es im Moment gerade so eine Aktion gibt, aber definitiv no. Ja, dann habe ich einmal aufgebracht diesen Lean-Käseaufschnitt, 4x Gouda, 2x Tilsita, 1x Maßdame vom Aldi, 16% Fett, haben wir eigentlich immer, muss man nicht so zu sagen. Dann habe ich vorhin aufgebraucht diesen Waschmaschinenpfleger, entfernt Kalk, Schmutz und üble Gerüche von Cecol für die Waschmaschine. Und zwar nehme ich die immer mit, wenn es beim Aldi das im Angebot gibt, mit noch Waschmaschinentabs und, nehme ich mir das immer mit, sind immer 3-4er Packungen. Und mir reicht das eigentlich fast das halbe, dreiviertel Jahr, weil so oft muss man die Maschine ja nicht pflegen. Hilft gegen Kalk und alles, muss ich echt sagen, bin ich echt viel zufrieden. So, dann habe ich mir mal ein anderes Waschmittel gekauft. Und zwar habe ich euch ja das Ariel gezeigt und jetzt wollte ich noch ein anderes ausprobieren. War im Rossmann für 2,45 €, habe ich euch im Haul gezeigt, im Angebot. Und zwar sind das die Spee Mega Perls, die schlaue Art zu waschen von Henkel. 15 Waschladungen, also ich habe jetzt mittlerweile, seit ich es habe, ich habe es jetzt 3-4 Tage schon, die 5. oder 6. Waschladungen gemacht und ist immer noch nicht am Ende. Von daher denke ich, dass es mehr wie 15 Waschladungen sind. Ja, und deswegen bin ich eigentlich ganz mit zufrieden. Die Wäsche kommt mir sauberer rüber und riecht auch gut. Also vom Ariel bin ich jetzt nicht ganz so überzeugt. Aber ansonsten bin ich eigentlich echt recht zufrieden. Ja. So, ihr Lieben, dann wollte ich euch mal noch zeigen, da wir ja gestern ein wenig im IKEA waren, was wir so mitgenommen haben. Einmal ist das dieses Said 0,5, das ist so ein Pflegeöl und ihr seht auch schon für was. Und zwar hat sich mein Mann dieses große Brett mit für die Küche. Ich wollte eigentlich ein anderes, ein etwas größeres, wo man vorne in die Arbeitsfläche mit einhängen kann, aber er hat sich dann das mit, naja, Männer halt. Und das hat er jetzt mit dem Pflegeöl gleich eingerieben. Dann haben wir noch mit 3 von diesen
Sieht man hier. IKEA-Tassen. Ja, genau. Da kostet eine, glaube ich, etwas über 1 Euro, weil wir haben früher schon IKEA-Tassen gehabt. Und ja, wenn man Kinder hat, ne, verschwindet mal die eine oder andere oder ist kaputt. Und von daher haben wir jetzt wieder Nachschub geholt. So, dann schwenke ich hier mal kurz am Hundi vorbei. Und zwar seht ihr jetzt hier meinen neuen Handtuchhalter. So, den haben wir auch im IKEA mit, ja, weiß der nicht, goldig. Und zwar ist das so eine Hundefigur. Gab es leider nur die Rückseite vom Hund, also den Popo. Und den gab es dann noch in Orange, Grün, glaube ich, und Blau. Musste aber natürlich schwarz mit. Und den musste ich natürlich sofort in die Küche hängen, weil wir noch keinen haben für diese Geschirrtücher. Und ich finde das echt genial. So. So, dann habe ich mir im IKEA noch ein neues Kopfkissen mit. Ich habe zwar schon eins, aber ich habe mir noch eins mit, weil ich im Moment echt beschissen schlafe und habe gedacht, es liegt vielleicht am Kopfkissen. Und das war runtergesetzt von 25 Euro und jetzt haltet euch fest auf 2,99. Ja, und das musste natürlich mit. Die Verpackung habe ich jetzt leider weggeschmissen, deswegen zeige ich es euch jetzt nur so. Aber die haben im Moment echt super gute Angebote, müsst ihr echt mal vorbeischauen. Mein Regal habe ich euch ja schon im nicht aufgebauten Zustand gezeigt. Das zeige ich aber euch noch im Ganzen, aber das wird erst noch eingeräumt und umgebaut und deswegen dürft ihr es jetzt noch nicht sehen. So, weiter geht's dann im IKEA Hall und zwar haben wir noch, wie man hier unschwer erkennen kann, wenn die blöde Kamera mal fokussiert, noch diesen Schneebesen hier mit. Da wir nur einen von Tupperware haben, jetzt machen wir mal ein bisschen Werbung für Tupperware. Und ich wollte mal unbedingt wieder einen Metall, da ihr wisst, dass ich ja gern koche. Und dann haben wir den mit, der hat 1,99 gekostet. Ja, und dann haben wir noch mit, oder meine Tochter besser gesagt, hat sich noch mit so kleine Plastikbecher. Und noch ein echtes Schaffell, weil sie unbedingt einen Teppich wollte. So, dalle, ihr Lieben, jetzt bin ich nochmal da mit dem IKEA Hall. Jetzt fokussiert diese scheiß Kamera wieder nicht. Also wir haben insgesamt, wenn ich es richtig sehe, 84 Euro, genau jetzt, 36 ausgegeben. Und zwar, ja, wir haben eine ziemlich kleine Menge gekauft. Wenn man einmal in den IKEA geht, ne? Ja, hier seht ihr jetzt, das Kissen hat nicht 2,99, sondern 1,99 gekostet. Ja, das sind jetzt die Becher, wo ich euch eben gesagt habe, wo sich meine Tochter mitgenommen hat. Einmal so und dann noch diese kleine Variante, das sind 8 Stück. Und dann wollte sie ja unbedingt einen Teppich haben, wo ich gesagt habe, nehm mal einen anderen Teppich. Nee, Madame will ein Schaffell. Ja. Das sieht jetzt ungefähr so aus. Echt flauschig. Und das hat, wenn ihr das sehen könnt, 19,99 gekostet. So. Ihr lieben Projekt Regal startet. So, ihr Lieben, ich möchte euch jetzt meine fertige mein fertiges Ding zeigen. Ist noch nicht ganz fertig, aber ihr habt ja gestern mein Projekt gesehen. Und ja, das ist es jetzt. So sieht's aus. Und zwar werde ich euch das alles nochmal im extra Video dann vorstellen. Nur damit ihr jetzt seht ungefähr, was ich so fabriziert habe im IKEA. Ja. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video einen Daumen hoch da.